200 Jahre mit 100 Bildung. Herzlich willkommen zurück zum Bildungsreich. In der Zwischenzeit auch mit unserer eigenen Religion, die allerdings, wie wir nur sehen können, größtenteils noch nicht wirklich konvertiert ist. Zwar haben sich die meisten unserer Vasallen dem Glauben angeschlossen, also fast alle Vasallen. Ich glaube, nur ein einziger nicht. Problem ist, dass natürlich die Vasallen unserer Vasallen etc. etc. pp. Sich noch nicht dem Glauben angeschlossen haben. Aber darum geht's gar nicht. Es geht heute eher mal um unsere heiligen Städten, zum Beispiel Köln. Und da hat zum Beispiel, die haben da was und die sind ziemlich stark. Ich möchte eigentlich Köln haben. Ne? Kann man eigentlich sagen. Es ist die Frage, Kaiser Gilduin, ja, ich weiß, dass das Kaiser Gilduin ist. Wir brauchen Niederlothringen. So, die haben 13.000 Mann, wir haben 14.000, 18.000 Mann. Das heißt, wir regenerieren jetzt erstmal kurz. Das ist mal das Erste, was wir machen. Und Bayern hat sich Gebiete von uns gesnackt. Die Priester, ey. Das ist aber auch mutig. So, wir können nur ein einziges Mal einen Religionskrieg im Leben machen. Um ein Königreich zu erobern. Aber das brauchen wir hier gar nicht. Wir nehmen jetzt uns einfach hier das Herzogtum da. Hessen in dem Fall. Würde schon reichen. Die Bayern sind ja auch relativ schwach, aber das ist eigentlich nicht das Kriegsziel, ganz ehrlich. Ist jetzt mal wurscht, scheiß mal auf Bayern. Ich will eigentlich nur Köln haben. Brauchen unsere heiligen Städten, damit wir dann endlich, Papst werden können. Ne? Das ist ja mein Ziel eigentlich. Wenn ich jetzt einfach mal hoffe, dass die hier nach und nach alle den Glauben noch annehmen. Wie gesagt, die haben ja alle schon den richtigen Glauben, aber zum Beispiel seine Vasallen nicht, ne? Die haben leider noch den falschen Glauben. Weil ich jetzt natürlich wirklich hergehen könnte und von all diesen Vasallen fordern könnte, dass sie das Ganze annehmen. Und dadurch, dass wir so einen hohen Bildungswert haben, nehmen die das sogar alles an. Eigentlich schon relativ gut, ne? Wenn ich mal gucken, dann seht ihr auch gleich, dass die Übersichtskarte deutlich bildischer wird. Ja, aber dauert halt ewig, ne? Das ist halt ewig viel. Okay, machen eine Jagd. Wir sind natürlich ein großzügiger Lehnsherr, natürlich, natürlich. Und danke fürs Prestige, aber eigentlich das Wichtigste sind ja immer, ne? Oh, was? Wir können einen Kriegerorden gründen. Oh. Mhm. In Bellinzona, das könnte man aber auch ändern in Monza. Machen wir mal Monza. Und gründen einen Kriegerorden, hervorragend. Unser eigener Kriegerorden, der uns gegen fremde Religionen unterstützen wird. Sowas liebe ich doch. Und wir müssen jetzt den Krieg führen gegen einige Reiche. Dafür werden wir jetzt erstmal neue Bündnisse schließen. Mal gucken, wer sich da so anbietet. Damo mit 6.000 Mann. Als erstes Bündnis schon mal. Dann machen wir weiter mit du hier ebenfalls. Nitra, relativ schwach leider. Warum so viele Schwache? Okay. Dankeschön, Dankeschön trotzdem. Gut, dann erklären wir jetzt Franzien den Krieg. Natürlich, wie ich schon sagte, Kriegsgrund wird das Herzogtum. Wir nehmen einfach mal das Herzogtum von Niederlothringen, war das? Das Köln. Erklären hier den Krieg. Inklusive packender Musik. Das reimt sich. Sie unterstützt mich nicht. Warum nicht? Geht doch. Am Ende wollen sie immer alle Geld, weißt du? Das ist. Also wieder das Problem. Das sind alles so Geldgeier. So, hier ein Religionskrieg steht an, meine Freunde. Unterstützt uns bitte. Aber wo unterstützt uns bitte? Wie wär's denn, wenn der Papst sich mir anschließt quasi? Ne, hat er keinen Bock drauf. wem würde denn der Papst Hilfe bekommen? Gar keinen. Der würde einfach auf die Schnauze kriegen, der Papst. Ihr haltet jetzt 50 Anspannung. Oh Gott. Wieder gar keine Lust drauf. Egal, wir marschieren jetzt erstmal schon mal. Wir heben schon mal unsere Truppen aus hier. Wir heben schon mal unsere Truppen aus. Habe ich eigentlich meine Kriegsvölker auf maximal schon? Nee, egal. Sammelpunkt neu dorthin. Hier alle ausheben. Wirklich alle. Alle dürfen sich hier sammeln. Und jetzt rufen die Hunde mich in den Krieg, oder was? Verteidigt sich gegen... Achso. Schau mal, die sind eh dann im Krieg. Das passt eh schon. Franzien, ja, da unten ist Damo, bis die da oben angekommen sind, ist die Welt untergegangen. Wir haben 13.000 Mann, wir haben 23.000 Mann. Ich wünsche denen viel Spaß.
sage ich euch aber gleich, dass ich denen viel Spaß wünsche gegen unsere brutale Übermacht, die ich denen hier entgegenschmeiße. Machen jetzt auf dem Weg dahin mal die Armee von Trier weg. Ah, das hätten wir vielleicht sogar kurz noch belagern können. Wenn wir schon da sind, nach dem Motto. Weil da können wir natürlich wieder Gefangene nehmen, die können wir teuer verkaufen und die Belagerungen dürften eh nicht so lange dauern. Dadurch, dass wir 100 Belagerungswaffen haben, kommen wir da natürlich ziemlich gut durch. Da dauern die Belagerungen ja kaum. Wir müssen aufpassen, dass die nicht zu unserer Hauptstadt kommen, aber auf der anderen Seite, ja, werden sie gar nicht. Weil das Problem ist, wenn sie zu unserer Hauptstadt wollen, müssen sie durch so viele Regionen durchmarschieren. Und dadurch, dass die dann überall Einheiten verlieren würden, würden die quasi eh auf die Schnauze kriegen bis dahin. Also von daher ist das nicht so schlimm. Vasalisierungsangebot plus 25. Gucken, ob es da schon mal welche gibt, die hier dann gleich eventuell sich uns anschließen möchten. Freiwillig, mehr in Anführungsstrichen natürlich. Sieht mir erstmal nicht so aus. Dann belagern wir mal Köln, unser eigentliches Kriegsziel, was wir ja wollen. Oh, die mögen mich alle. Hervorragend. Köln ist besetzt. Ja, Franzien ist halt ein großes Reich, ne? Da bist du leider nicht fertig, wenn du da ein, zwei Schlachten geschlagen hast oder ein, zwei Regionen erobert hast. Das ist halt leider nicht möglich. So schön es natürlich auch wäre, ne? wir haben einen Krieg verloren gegen irgendjemanden. Ganz dramatisch. Okay, dankeschön für die 300. Du bist immer noch zu pleite. Du auch. Das heißt, ihr werdet weiter in meinen Kerkern schmoren. Und wir marschieren einfach mal Richtung Hauptstadt jetzt, komm. Ist das eine Grafschaft da? Ist das eine Hauptstadt? Nee, ne? Das da. Die machen wir da mal weg, die da stehen. Auch wenn es eine relativ große Schlacht war. Eieiei. Da muss ich doch gleich nochmal ein Festmahl schmeißen vor lauter Frustrierung. Aber wir haben Gefangenen wieder genommen. Wer ist denn das? Oh, 221, hervorragend. Finanziert mir wieder ein bisschen den Krieg hier, ne? Jeder wird in den Genuss kommen. Oh, was ist denn jetzt los? Ein übles Beisammensein. Graf Konstas. Graf Pio. Meine Feinde und Feinde des Reiches. Oh Gott. Ihnen wird kein Übel zustoßen. Aber Graf Pio. Wird mir klar, was ich da gerade überlote. Okay, ich habe wieder irgendeinen Geschmarrig gemacht. Oh weh, oh weh. Aber am Ende des Tages, alle gewinnen plus 30 Meinungen und ich verliere 56 Anspannungen. Das ist doch mal hervorragend. Wir sehen auch hier, es gibt zwar noch ein paar Fraktionen, aber alles in allem absolut keine Bedrohung für unsere Herrschaft aktuell. Lebt wohl, die gewinnen nochmal 10. Oh Gott. Kurz ins Reich gucken. Die müssen ja alle so eine Bombenmeinung von mir haben aktuell. Jawohl, 42, 100, 100, 100. Hervorragend, wir sind so beliebt. Es gibt es eigentlich gar nicht, so beliebt sind wir. So, wir marschieren mal weiter Richtung Hauptstadt. Wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Die liegt quasi am anderen Ende der Welt. Was machen die Franzmänner eigentlich? Mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Die sind mit uns im Krieg und die verteidigen gegen Wiltshire. Interessanterweise haben die Franzien den Krieg erklärt. Aber ist nicht so dumm, ne? Dadurch, dass wir jetzt auch mit in den Krieg sind, ist natürlich das eine gute Möglichkeit, eventuell da sogar wirklich Gebiete erobern zu können. Jetzt ist die Frage nur ganz kurz. Deaktiviert das Gebäude in Konstantinopel. Was kann ich denn da machen? Ich will es nicht verbessern. In diesem Platz kann derzeit kein anderes Gebäude errichtet werden. Okay. Aber was genau ist denn das Problem eigentlich mit dem Gebäude? Wie kann ich das für mich nutzen? Der Glaube des Besitzers muss diese als heilige Stätte betrachten. Ja, dreimal dürft ihr raten, was. Monatliche Bekanntheit plus 5%, das ist aber schon stark. Leider kann man ja nicht seine eigenen heiligen Stätten bestimmen. Leider, leider, leider. Ich bereue es. Gibt es eigentlich irgendjemanden. Was ist mit euch hier eigentlich? Jetzt mal eine blöde Frage. Ach ne, die sind nicht bei mir im Reich. Okay, ich war schon halb am Eskalieren. Ich war echt gerade halb am Eskalieren, warum die nicht sich hier uns anschließen, so wie sich's gehört. Der Religion entsprechend, aber die gehören ja gar nicht zu meinem Reich. Das sind ja nur irgendwelche Schergen, die da irgendwo vor sich hin gammeln. Und der nächste Diplomatiepunkt. Geschichte schreiben, damit können wir jetzt Epos in Auftrag geben. Aber ehrlich gesagt habe ich da gar kein Interesse dran. Ich will eigentlich nur meine eigene Religion endlich als Papst ausführen.
Wenn wir jetzt hier ziemlich hohe Verluste aktuell machen. Weil wir keinen Nachschub mehr haben. Aber egal. Wir erobern weiter. Oh, da ist die Frau. Oh, da ist die Armee. Ich habe sie gefunden. Da ist sie ja, die Armee. Der Franzmänner. Und die kriegt richtig auf die Schnauze jetzt. Wir versuchen mal, ob wir die hier irgendwo abgreifen können. Ich hoffe mal, dass meine Verbündeten mich unterstützen. 12.000, 14.000 Mann. Ja, jetzt sind sie uns überlegen. Oh, verdammt. Weil meine Verbündeten wieder ewig nicht zur Hilfe gekommen sind. Haben wir die Schlacht jetzt verloren. Habt ihr ganz toll gemacht. Echt. Ich kann, ich sag's, die KI ist so dämlich immer noch. Kathetischer Anspruch. Ich hab doch gar kein Interesse an irgendwelchen Ansprüchen. Die KI ist so dämlich manchmal, ne? Also mehr sage ich da schon wieder nicht zu. Außer, dass die KI manchmal einfach saudämlich ist. Hätten wir einfach hier zusammen, vereint, gemeinsam diese Schlacht geschlagen, dann wäre das anders gelaufen. Seht euch das an, seht ihr das? Da sollst du dich nicht aufregen, ne? Haben die sich eigentlich Köln zurückgesnackt? Nee. Unterstützt hier bitte euren Anführer. Wo man jetzt das Ding erstmal mitnehmen bei. Schaut's euch bitte an. Schaut euch bitte einer die KI an. Das tut so in den Augen weh. Gott, ey. Wie die KI rumspackt. Ich krieg einen halben Herzinfarkt hier. Leider ist eine Flussüberquerung mit dabei. Wohin des Weges ist hier die interessante Frage. Oh ja, mein neues Interesselchen entdeckt. Hervorragend. Die Bursch. Vasallenbande Mark freigeschalten. Plus 5% Aufgebotsgröße. Hervorragend. Kriegsvolk unterhalb minus 5%. Klingt gut. Dauert circa 12 Jahre. Was machen denn die Franzmänner? Die umlaufen uns mal wieder. Mehr oder weniger geschickt. Jetzt haben wir sie abgefangen. Diesmal kommen unsere Verbündeten alle mit rein. Und dann wird das natürlich ein deutlicher Sieg. Wir haben auch direkt eine wertvolle Geisel hier gefangen genommen. Deswegen ist der Krieg dann auch direkt vorbei. Und damit haben wir die erste heilige Stätte im Besitz. Da fehlt uns jetzt nur noch eine, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, wir brauchen mindestens zwei. Wir haben aktuell... Ach, das ist noch ein fremder Glauben. Oh Gott. Also mal kurz gucken, wer das hier eigentlich ist. Okay. Marschiert einmal kurz dorthin. Machen wir jetzt einmal Folgendes. Und zwar, Verbündete in den Verteidigungskrieg rufen. Das müssen sie unterstützen. Was anderes können sie nicht machen. Weil wir werden angegriffen. Wenn sie das nicht unterstützen, gibt es auf Schnauze. So, noch ein paar Gefangene, die wir verkaufen. Für ein bisschen Money, Money. Hier geht ruhig alle. Außer mein Rivalen, der darf bleiben. 1180. Perfekt. 1315. Und das andere, was wir jetzt mal kurz machen. Kurz gucken, ob wir bei uns noch mal was ausbauen können bei unseren Domänen. Pavia zum Beispiel können wir noch was upgraden. Konstantinopel können wir das Übungslager auf die nächste Stufe schmeißen. Und welch fähiger Rat? 27 Diplomatie. Holla, die Waldfee. Gut, eine Jagd brauche ich aktuell nicht machen. Aktuell brauchen wir eigentlich generell hier nichts machen. Und jetzt müssen wir das Ganze zu unserer Religion kriegen. Er wird bekehren. Okay, gut. Schon mal sehr wichtig. Hervorragend. Damit gehört ja diese religiöse Stätte jetzt uns, ganz offiziell. Damit ist schon mal die erste in unserem Besitz. Die heilige Stätte von Köln. Plus 5% Kontrolle, plus 5% Kulturinteressenzuwachs. Jetzt fehlt es nur noch Rom. Wahlweise könnte man noch Jerusalem nehmen, aber egal. So, man sieht doch nach und nach, bekehren es dann doch einige auch sich, also die Lehnsherren zwingen die Vasallen jetzt nach und nach auch den Glauben anzunehmen. Was ja schon mal sehr gut ist, generell. Erstmal kurz dorthin marschieren und Brixen angreifen. Was aber übrigens nicht der Hauptkriegsgegner ist. Aber ist egal. Sollte reichen. Hoffe ich. Haben noch einen Gefangenen. Wer bist du? Oh, hervorragend. Schon wieder steinreich hier. Perfekto. 41%, wo ist der Rest vom Fest?
die da hinten noch irgendwo sind mit mir im Krieg. Na, das machen meine Verbündeten schon. Okay, passt. Dann würde ich sagen, lösen wir kurz unsere Truppen auf. Es ist an der Zeit, sich ein bisschen zu regenerieren. Ein bisschen entspannen. Wir können auch mal die Größe von allen um 1 erhöhen. Oder nicht nur um 1, um mehr sogar. Kriegsvölker sind am Ende das ziemlich Stärkste, auch was es gibt im Spiel. Da sollte man auch ein bisschen Geld rein investieren. Und dann kümmern wir uns nachher um Rom. Ja, davor gehen wir erstmal nochmal Party machen. 150 Prestige. Oder 20 Meinung. Dann nehmen wir die 20 Meinung an. Prestige haben wir eh schon genug. Wir sind ja auch schon sagenumwogen. Ja, okay, geht ruhig raus. Wir sind sagenumwogen und Prestigestufen Auswirkungen plus 100%. Das ist auch nochmal ungeheuer stark. Was wir jetzt freischalten. Das verbessert unsere Meinung nochmal um 30. Das heißt, jetzt mögen uns alle 60 mehr als vorher. Können wir auch gleich den ersten vasalisieren. Und wir haben wieder lauter Gefangene, die wir erpressen können. Du auch noch? Nein, nee, gut. 24 ist mir dann doch etwas zu wenig. Ja. 275. Und noch irgendjemand? Du hier? Auch nochmal 270. Hervorragend. Wir schwärmen schon wieder so viel Geld hier. 1000. 1039. Vielleicht überwindet Bedino ja seine Fehler. Feine Manieren für 5 Jahre. Allgemeine Meinung plus 5, hervorragend. Und ein wenig denkwürdiger Abend. Was können wir denn hier machen? Ihr erhaltet 25 Schrecken und ich verliere 133 Anspannung. Alle Gäste und Höflinge gewinnen 15 Meinung von mir, okay. Also wir sind so beliebt in der Zwischenzeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist fast ein bisschen besorgniserregend. Und deswegen werden wir auch die ganze Zeit jetzt natürlich eingeladen, dadurch, dass sie uns alle so sehr lieben. So, aber trotz allem, mein geliebter Papst. Es tut mir echt leid, ne? Ja, katholische Herrscher können dem Krieg beitreten. Ah! Okay, Anspruch auf das Pontifikat kann ich mir leider nicht kaufen. Wie wäre es mit dem Fürstbistum von Rom? Ich will eigentlich nur Rom haben. Es ist ja nur, es geht ja nur um die heilige Stätte von Rom. Mehr will ich ja gar nicht. Und zwar mein Anspruch auf Rom möchte ich durchsetzen. So. Das ist doch alles, was ich will. Truppen haben wir genug. Wir haben eine Gesamtstärke von 18.000. Das ist wunderbar. Wir tun hier unsere lokale Armee ausheben. Lebt wohl, tschüssi. Okay, der Papst haut aber gut Truppen raus. Okay, hatte ich jetzt so nicht erwartet. 11.000 Mann. Naja, war ja trotzdem. Ja, ja. Naja, die Truppen, die sind schön. Naja, ja. Da haben wir 16.000. Da sagt er nichts mehr, der Papst hier, meine Freunde. Da holen wir uns doch mal schnell Rom hier, komm. Was, die haben nicht genug Truppen, um Rom zu belagern? Oh, das ist aber dumm hier gewesen. Die fangen wir jetzt nämlich kurz ab. Mal kurz ein Festmahl schmeißen nebenbei. Mich wundert, dass ich zu wenig Truppen habe, um Rom effektiv zu belagern tatsächlich. Also trotz Belagerungswaffen etc. pp. Sind wir zu also wir haben schon mehr als wir bräuchten, aber... Trotzdem ist es ein bisschen frustrierend, muss ich gestehen. Naja. An meine Gäste, lebt wohl, war schön mit euch. Die Belagerung ist hier natürlich erfolgreich, das Ding. Könnt ihr noch Zahlungen erpressen? Ach komm, hau ab. Können einen Mitglied rufen? Nein, nicht. Eigentlich geht's hier rum. Romo. Unterstützt uns mal um Romo. Und zwar Allo. Ich bin so schwach, ich brauche eure Hilfe. 16.000, 20.000, 23.000, 25.000. Hervorragend. Ob der Papst sich immer noch so sicher ist, dass er gewinnt? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, normalerweise, wenn wir jetzt dann Rom haben, ist hier das Ding eh vorbei. Ja, ja, passt schon. Ist euer Problem. Der Papst hat sich nochmal eine neue Söldnerarmee gesnackt. Aber was bringt denn die Söldnerarmeen, wenn ich jetzt hier dann gleich Rom habe? 57%, schau.
Oder oben kommen meine Verbündeten. Das ist gut. Da suchen wir hier am besten gleich mal die Schlacht. Die machen wir direkt nebenbei kaputt, die Söldner. Okay, erobern wir das mal kurz nebenbei zurück. Das sollte nicht zu lange dauern. Haben sich noch eine Söldnerarmee gesnackt. Gut, der Papst hat halt immer viel Geld, ne? Das ist das Problem. Und so ein Papst kriegt auch immer schnell Geld. 83%. Habe ich eigentlich Gefangene genommen? Naja. Gefangene ist jetzt mal relativ, was das angeht. Aber egal. Holen wir uns noch in Tivoli die zwei Provinzen. Und der Papst ist durch, also 98%. Die können hier belagern, was sie wollen. Die können erobern, was sie wollen. Das ist mir total egal. Das Ding ist durch. Kurz gucken bei den Fraktionen. Das ist überhaupt nichts. Also absolut keine Gefahr. Religiös schaut gut aus. Nach und nach wird immer mehr bekehrt. Die Vasallen machen hier einen guten Job. Das ist schon mal etwas sehr, sehr Erfreuliches. Und wir haben 100%. Dankeschön. Damit übernehmen wir Rom. Und leider noch die falsche Kultur. Das können wir jetzt aber ändern, indem wir das einfach jemandem geben. Ah, nee. Oder doch? Muss ja nur jemand von uns haben. Enkel, du? So, jetzt ist das Ding aber trotzdem noch nicht der richtige Glaube. Nee, ist noch katholisch. Das heißt, wir müssen jetzt hier Rom selber konvertieren, leider. 4 Jahre. Okay. Weil er hat ja leider schon den richtigen Glauben. Er ist ja schon das, was er sein sollte. Von der Kultur her. Gut, und in 4 Jahren haben wir dann auch noch die zweite religiöse Stätte. Jetzt ist nur die Frage. Gut, Rom haben wir, dies haben wir, das haben wir. Gegen wen möchte ich denn noch Krieg führen? Ich möchte mich auf alle Fälle weiter prügeln. Das heißt, wir machen jetzt noch Dignitas, wir machen Erlaucht wahrscheinlich. Und dann machen, oder machen wir erst erzwungenes Vasallentum. Vielleicht machen wir auch erst erzwungenes Vasallentum, weiß ich noch nicht. Wir haben übrigens genug Bekanntheit in der Zwischenzeit, um uns eine Familiendynastie-Tradition zu holen. Was machen wir denn da? Plus 5% Volksmeinung. Ich habe schon eins gemacht, Schmade. Machen wir Volksmeinung plus 5 nochmal mit dazu. Bringt jetzt nicht so viel, aber besser als nix. Und was sind denn hier die Kriegsgründe? Ja, guter alte Religionskrieg. Aber das ist halt dumm. Religionskrieg ist immer dumm. Ansprüche kaufen in dem Sinne kann ich ja nicht mehr, aber ich kann mir noch normale Ansprüche kaufen auf Herzogtümer normalerweise. Also Königreich von Bayern geht nicht, aber wir müssen doch eigentlich noch Ansprüche kaufen können auf ja, zum Beispiel Herzogtum von Bayern. So. Krieg erklären. Ansprüche von uns. 10.700 Mann. Wird bestimmt ein interessanter Krieg. Kurz mal alle hierhin verlegen. Nach Bayern natürlich. Und natürlich rufen wir wieder unsere Verbündeten. Was auch sonst. Du gibst mir noch ein bisschen Geld. Mein Großvater, mein Urenkel, mein Enkel, der unterstützt uns im Krieg. Hier geht einmal dorthin, hier tun wir den Rest ausheben. Kurz die bayerische Armee da abfangen, die da sehr geschwächt rumstolziert ist. Haben wir auch direkt einen großen Sieg gefeiert, hervorragend. Oh, plus 8 Diplomatie, holla. Welch fähiges Weibsbild. Da würde ich doch ganz gerne mal meine eigene Tochter heiraten. Wäre es nicht so gegen die natürlichen Rechte der Menschheit wäre. Oh, da unten marschiert, da marschieren Truppen von Nitra. Das waren nochmal meine Verbündeten. Lang, lang ist her. Naja, da kriegen sie auf die Schnauze. Die Bayern kommen mit dazu. Nee, die lassen ihre Verbündeten sterben. Ja, verlass dich nie auf die Bayern, sonst kriegst du auf die Eiern, ne? Naja, hier oben in den Bergspitzen verstecken die Almödis. Wer bist du? Skandalöser Priester. Ach, egal, hau ab. Lau mal meine Ruhe, du. Lau mal meine Ruhe. Ich bin hier gerade dabei, Bayern zu verprügeln. Schande über mich, ich weiß. Und dann hauen wir die... Was machen wir denn? Diplomatie pro Ruhmstufe plus 1?
Dann haben wir jetzt einen Diplo-Wert von 24 in der Zwischenzeit. Ist echt nicht schlecht eigentlich, ne? Kann man jetzt echt nicht sagen. Steht lauter Gefangene. Die lieben mich halt alle, ne? Das ist eben der Vorteil, dass wir in der Zwischenzeit so beliebt sind. Wir können machen, was wir wollen. Die Leute lieben uns trotzdem. Das muss man auch erstmal schaffen. Meine ganzen Verbündeten sind da. Wir verprügeln nochmal die bayerische Armee schnell. Eine wertvolle Geisel. Hervorragend. Gibt uns direkt plus 86% Warscore. Und spätestens, wenn er die Hauptstadt von Bayern gefallen ist, die da ist übrigens. Spätestens, wenn die gefallen ist, war es das. Da ist auch der Krieg vorbei. Habe ich mir die Zeit ein bisschen vertrieben. Weil ich sonst eh nichts Besseres zu tun habe. Und da 100%. Eine weitere wertvolle Geisel übrigens. So, ihr haltet viele Grafschaften. Das ist gut. Leider haben wir jetzt so viele in der Zwischenzeit. Dass ich jetzt natürlich hier wieder kurz ein paar abgeben muss, indem wir das Herzogtum von Bayern vergeben an unseren Urenkel. Bitte schön an dich. Viel Spaß mit dem ganzen Bayern da. Geh mal einfach nicht auf den Sack, okay? Tu mir den Gefallen. Bub. Dank da recht. So, du kannst dein Zeug da wieder haben. Und wir können wieder Zahlungen verlangen. Ach Gott. Lass mal sein hier. Und wir werden immer stärker. Es gibt weitere Fraktionen gegen uns, aber das sind alles Bauern. Warum? Was ist seine Mission eigentlich? Ich weiß wahrscheinlich selber noch nicht so richtig. Was sind eigentlich die restlichen religiösen Städten? Die haben wir. Die haben wir. Da ist noch eine. Das Einzige, was wir mal kurz probieren könnten, wäre tatsächlich ihn gefangen zu nehmen, aber das habe ich nicht freigeschalten. Also Mord würde wahrscheinlich funktionieren. Ziemlich gut sogar wahrscheinlich. Mal kurz bei Intrige schauen. Wir können ja eigentlich alle einladen. Ja gut, so viele auch nicht, aber trotzdem. Oh, gar nicht so teuer, ne? Relativ billig eigentlich. Es geht, ne? Es geht eigentlich. 71%. Macht das jetzt eigentlich nur aus Langeweile. Das bringt mir überhaupt nichts. Wenn man aus Langeweile jemanden umbringen lässt, dann weiß man, okay, irgendwas läuft falsch in der Welt. Und das nächste Kind ist gestorben. Naja. Muss man mehr zeugen. Lol, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte doch mehrere Frauen haben können. Jawohl. Jetzt spiele ich den einen Charakter, der es mir ermöglicht, eine... Hä? Wir können echt schon den Titel erschaffen? Okay, ja, jedenfalls sind wir jetzt das Glaubensoberhaupt. Hervorragend. Ich dachte erst, ich muss die Provinz bekehren, aber muss ich scheinbar gar nicht. Oder war das schon bekehrt worden? Nee, eigentlich nicht. Interessant. Naja gut, egal. Wir können jetzt jedenfalls unsere Blutlinie weihen. Das bringt uns der Erlöser plus 10 Meinungsglauben von Geschwistern und wir erhalten 1000 Dynastie-Pracht-Dings. Ja, egal. Wir haben jetzt eine geheiligte Blutlinie. Das ist was Gutes. Wir sind jetzt als der Göttliche bekannt. Ja, jedenfalls haben wir jetzt viele Fertigkeiten bekommen. Wir haben eine schöne fette Krone auf dem Kopf. Plus 10 Glaubensbonus von anderen Glaubensdingern halt. Hervorragend. Zu Gelübde auffordern. Geht aber nicht. Sich einem Kriegerorden anschließen können wir jetzt machen. Zur Hexerei bekehren. Leider bringt mir das überhaupt nichts, Leute zur Hexerei zu bekehren, weil ich bräuchte in der Zwischenzeit zu viele. Naja. Bidione wurde Papst. Obgleich niemand je die Rechtschaffenheit unseres Glaubens in Zweifel zog, war es eine harte Zeit, in der wir ohne geistigen Anführer auskommen mussten. Nun ist dieses Jammertal doch endlich durchschritten, da die Priester endlich davon überzeugt werden konnten, mich als einzig wahren Papst zu akzeptieren. Nun, da die Gläubigen endlich hinter mir vereint sind, werden wir unseren Glauben in ein goldenes Zeitalter führen. Hervorragend. Und das ist ja alles, was wir wollten. Wir sind jetzt Papst geworden. Wir haben noch knapp 80 Jahre Zeit. Und jetzt gibt es dann quasi erstmal wieder nur Krieg, Krieg, Krieg an jeder Ecke und Kante. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.